Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Metro Exodus. Ui, und was sind das? Sind das schwarze Spuren oder sind das Yeti-Spuren? Die führen auf jeden Fall darunter. Muss ich darunter? Ich muss darunter. Ja, lass uns mal den Spuren folgen, die so groß sind wie Yeti-Spuren. Das ist auf jeden Fall die richtig klasse Idee. Oh, guck mal, wir gehen in diese Richtung. Es redet da mit mir. Und hier geht's nicht weiter, weil es war so klar, dass man dem Ding hinterherlaufen muss. Ja, die sind bestimmt freundlich wie die Schwarzen. Ich glaube dann, dass sie freundlich sind wie die Schwarzen. Das muss so sein. Staubiges Notizbuch. Ich hätte sofort in die Metro gehen sollen. Selbst wenn da keine Verkehrsstaus und Schnees wären, hätten wir vielleicht 100 Kilometer aus der Stadt herausfahren können. Aber welchen Unterschied hätte das schon gemacht? Die Wolke hätte uns trotzdem erwischt. Diese Zivilisten hingegen, sie wurden angewiesen, in die Metro zu gehen. Aber nein, sie hatten alle nichts Besseres zu tun, als ins Auto zu springen und Gas zu geben. Dieser blöde Motorradfahrer geriet direkt unter unsere Ketten. Wo wollte er in diesem Schnee auch hin? Unter den nächsten Laster vermutlich. Wäre er nicht vorher unter uns geraten und diese Arschlöcher schrien, nannten uns Mörder und schlugen mit Stöcken gegen den Panzer. Vitali schoss mit dem MG über ihren Köpfen ein paar Salven ab. Und dann hauten sie alle ab, verließen ihre Autos. Aber in diesen verstopften Straßen konnten sie eh nicht weit kommen. Wir versuchten vorzudringen, aber die Straße war verstopft. Soweit das Auge reichte. Außerdem war auf den Straßen überall Glatteis. Beim Versuch, mehr Gas zu geben, krachten wir in diese U-Bahn-Kreuzung. Wir öffneten die Luken, um uns umzusehen, wollten hinausklettern, doch dann kam der Staub. Vitali probierte es in die andere Richtung, aber der Staub war überall. Hinter uns war ein Schuss zu hören. Wir drehten uns um und sahen, dass es Michael war. Er wusste, was kommt. Schon am Morgen hatte er gesagt, dass wir uns besser selbst erschießen, wenn wir auf diese Scheiße treffen. Naja, es war seine Entscheidung. Vitali und ich beschlossen, erstmal eine zu rauchen. Wenn sowieso keine Hoffnung mehr bestand, dann konnten wir auch ruhig noch eine rauchen. Hätten wir uns geschützt oder wären wir sogar in die Metro gegangen, dann hätten wir vermutlich unnütz Zeit vergeudet. Warum sollten wir uns das auch antun? Mir ist schon ganz mulmig. Zeit für die letzte Zigarette, nehme ich an. Erstmal eine rauchen. Na komm. Hey, Mr. Yeti. Komm her, wir sind Freunde, das weiß ich. Ich fühle es. Ich fühle, dass du ein nettes Wesen bist. Weil Yetis in Filmen und Serien sind immer nett. Wieso also hier nicht? Und ich meine, ich steck sogar meine Waffe weg. Oh Gott, das kann ja nur gut werden hier. Bitte drück mir die Daumen, dass die Yetis nett sind. Ich meine, wir sind klinisch am Arsch hier. Wegen dem ganzen radioaktiven Zeug. Das heißt, ein Klapser von der Schnecke und wir sind tot. Deswegen denke ich mal einfach, dass die Yetis nett sein werden. Ach, hier kommen wir nicht lang. Wir sind jetzt im Institut, oder? Das sieht so verdammt dann raus. Oh nein, es geht wieder los. Das ist Anna. Die Halluzinationen sind zurück. Alles klar. Wir sind einmal im Kreis gelaufen. Okay. Das ist seltsam. Na, ich habe noch 10 Minuten. Easy. Abfahrt
Ja, ich bin doch da, oder? Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich könnte überall sein. Okay, da kommen wir nicht hoch. Erstmal komplett das ganze Gebäude auseinandernehmen. Wo verstecken sich diese Yetis? Ich sag euch, das sind die Schwarzen, nur in Weiß. Es sind die Weißen. Hä? Okay, die Tür geht gar nicht auf. Da, was ist das? Okay, jetzt hören wir Musik. Wir sollten hier weggehen. Ich glaube, hier ist irgendwie so eine Anomalie oder so. Ja, ist ja gut. Wieso verlieren wir so viel... Okay, wir verlieren krass viel Sauerstoff. Hä? Waren wir nicht gerade bei 7? Was geht hier ab? Ich glaube, Achom dreht durch. Das bin bestimmt nicht ich. Die sind freundlich, die sind freundlich. Die sind freundlich. Die sind freundlich. Du bist doch freundlich, oder? Komm, bitte. Das ist ein verdammter Gorilla, Mann. Ich muss jetzt nicht gegen verdammten Gorilla kämpfen, oder? Mach ich nicht. Zeit für ein bisschen Shotty-Action. Oh Gott, hier komme ich nicht hin. Verzieh dich, Junge! Jetzt kipp doch mal um! Was ist denn los mit dir? Ich hoffe, du warst der Einzige. Okay, aber er war schwarz. Also... Kommt hin mit dem Schwarzen. Und der war leichter auf jeden Fall als der Bär. Das kann ich sagen. Da war doch irgendwas. Ach. Na gut. Hätte es vielleicht gereicht, wenn ich einfach direkt durch die Tür gerannt wäre? Der ist ja so breit, der kommt hier bestimmt nicht durch. Vielleicht hätte ich gar nicht gegen ihn kämpfen müssen. Okay, das funktioniert nicht. Ah, das Schloss. Da ist kein Schloss dran. Ist auf der anderen Seite. Ach, verflucht. Wieso hat sich die Leiche bewegt? Jetzt haben wir 7 Minuten. Da ist kein Schloss. Ich sag euch, das ist auf der anderen Seite. Wir müssen da hoch. Das heißt, wir müssen jetzt hier einmal rum. Ich bin nicht ganz beieinander. Auf eine andere Seite und uns dann Keks freuen. Nein. Da sind ernsthaft mehr Gorillas. Wie viel Shotty-Munition haben wir? Oh, geht so.
Wieso bin ich so langsam? Oh Gott. Hier gibt es nur Schnee und Holz. Sonst nichts. Bleib stark. Ich warte. Scheiße. Hilfe! Oh Gott! Fahrstuhl, bitte! Oh. Oh, was ist hier los? Es ist schlimmer als die Würmer. Wer liegt da? Ah, so ein Radner. Ja, du lebst, sei froh. Oh Gott. Wo bin ich jetzt? Oh, ich will hier nicht sein, ne? Kann ich hier durch die Leichen durch? Ja, ich muss. Wieso sieht der so auffällig aus mit seiner Jacke? Deswegen. Geh mal zurück, Junge. Ab in die Schlange. Ich hab den VIP-Pass. Ich mach hier nur mein Ding, Jungs. Ich mach hier wirklich nur mein Ding. Alles ist gut. Hallo! Shit. Verdammt. Was geht dir ab? Ich will nicht die Gorillas hier haben. Meine Fresse. Vor allem, wenn ich wüsste, wo ich hin muss. Oh nein. Ich muss den Gorilla-Part nochmal machen. Ah. Bitte, lass mich hier einfach nur durch. Ich will doch nur frei sein. Keine Lust mehr auf Gorillas. Wo soll ich denn hin?
Verdammt. Der ist hier unten. Ich guck, wo ich hin muss. Hallo! Nein! Oh Gott! Schweißausbruch pur. Soll ich hier hoch? Komme ich von da? Ich weiß es nicht. Ah, hier waren die Jungs. Oh Gottes Willen. Adieu. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Oh Gottes Willen. Ich muss hier noch duschen. Hast du es nicht gefunden, Lilin? Ist schon in Ordnung. Ich weiß, dass du es versucht. Ich warte auf dich. Ich werde schon finden. Du bist hier. Sorry. Bitte sag mir, dass die Gorillas zu Ende sind. Will ich nochmal gegen Gorillas kämpfen? Gorillas sind scheiße. Man hätte meinen dürfen, die sind schon längst ausgestorben mit der Zeit hier. Ist das das Zeug? Oh oh. Kusche. Oh Gott, ich hab's den Bauchnabel gesehen, der war verfugt. Weit unten. Das ist nicht sein Bauchnabel. Das ist nicht sein Bauchnabel. Miller, es wird Zeit, dass du auch mal kommst. Vor allem, es sieht so aus, als wäre es immer ein und derselbe Gorilla. Was? Und den habe ich doch getötet, den Gorilla. Okay, erstmal schlafen. Der Gorilla war doch schon tot. Ich hab ihn doch getötet. Oh. Radioaktivität ist ein bisschen hoch. Das ist mein Freund. Archer, bleib bei mir. Halte durch, mein Sohn. Nur eine Minute. Gleich geht es dir besser. Du hast es gefunden. Wehe, du stirbst. Denk nicht mal daran.
Was soll ich dir denn dann sagen? Nicht schlafen, Soldat. Jetzt nicht schlafen. Immerhin habe ich dich gefunden. Ich weiß nicht, wie... Bleib bei mir, Artyom. Du lebst! Ich dachte schon, ich wäre wieder alleine. Steh auf! Schnell! Er schläft. Wenn sie so werden, lässt man sie besser in Ruhe. Von hier aus geht es nur noch geradeaus. Er wollte mir das Fahren beibringen, aber... Da wurde nichts. Ja, ich glaube, der stirbt. Du kannst fahren? Hurra! Wir fahren wieder! Ja, mal schnell zu der Bahn. Er hat die Karte gefunden. Hat gesagt, Papa wäre ein echter Held. Dass er uns alle gerettet hätte. Ja, nur leider den Miller nicht. Wurden wir von Mutanten angegriffen, aber er hat sie alle erschossen. Ping! Genau zwischen die Augen. Ja, aber wir haben ja nichts mehr von diesem grünen Zeug, also... Ich glaube nicht, dass es ihm gut gehen wird, wenn wir gleich ankommen. Dann kamen wir zum Fluss und da waren diese Würmer und tiefes Wasser, also trug er mich auf den Schultern. Ja, die Würmer kenne ich, nur leider habe ich sie alle vorher getötet, bevor ihr da durchgegangen seid. Nichts zu danken, Kleiner, nichts zu danken. Wow, so viele Autos. Das ist der Mond. Wie schön. So viele neue Sachen. Hauptsache keine Gorillas mehr. Mehr will ich nicht. Ich hab schon gedacht, die Würmer sind kacke. Oh. Weiß auch überhaupt gar nicht, wie die mich überhaupt gefunden haben. Ich meine, ich lag da im Schnee. Ich hätte eigentlich schon längst mit Schnee bedeckt sein sollen. Oh, naja. Ja, und auch von unseren Leuten, die jetzt hier gleich irgendwo sein müssen. Jetzt kommt gleich der Gorilla von oben. Bam! Aufs Maul. Oh Gott, meine Augen flimmern. Ich weiß nicht, ob wir da ankommen. Junge! Hey, wach auf. Ich drück aufs Gas und du lenkst. Wer ist ein Plan? Ich glaube, sonst fahren wir gleich gegen den Baum. Bitte, nicht einschlafen. Na komm, kleines Stückchen noch. Oh nein, das Auto kackt ab. Ernsthaft? Der Junge ist weg.
Und der Miller ist wahrscheinlich tot. Und ich glaube, das lag daran, dass wir halt so viel Mist gebaut haben. Ich wette, es gibt ein Ende, wo er auch überlebt. Aber dafür braucht man ein gutes Ende. Was wir offensichtlich nicht haben. Aber das war klar. In jeder Episode ist ja einer gegangen. Je nachdem, wie wir es angestellt haben. Oder vielleicht wäre er auch geblieben. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht wäre er nicht geblieben. Egal, was wir gemacht hätten. Und vielleicht wäre auch der Vater gestorben, egal, was wir gemacht hätten. Das ist der Schneeflug. Seid vorsichtig. Er ist stark verstrahlt. An der Leiche des Obersts bekam ich nicht mal eine ordentliche Anzeige. Die Skala hat nicht gereicht. Halte durch, Artyom. Wir bringen dich wieder auf die Beine. Wie konnte das nur passieren? Konzentrier dich, Katja. Was machen wir jetzt? Sag schon! Eine Bluttransfusion. Wir müssen ihm so viel Blut wie möglich geben. Also eine Transfusion. Wird ihn das retten? Ja. Es wird ihn etwas länger am Leben halten, solange es Blut gibt. Welche Blutgruppe hat er? AB-positiv. Dann können wir ihm jede Blutgruppe geben. Hol alle her! Nicht einschlafen, Artyom! Du darfst jetzt nicht schlafen! Das ist nicht dein Ziel, Artyom! Du bist noch nicht da! Nicht einmal annähernd. Das ist nicht deine Station, sondern eine Sackgasse. Nicht dein Ziel. Hörst du mich? Es sind zu wenige von uns übrig. Zu wenige. Oh. Artyom, bitte. Bitte, verlass mich nicht. Ich brauche kein Medikament. Nicht zu diesem Preis. Ja, ich werde jetzt leben, aber was habe ich ohne dich davon? Hör auf. Sag so etwas nicht, Anna. Du hast sie gerettet, Artyom. Du hast sie gerettet. Das heißt, das gute Ende ist mein Leben. Verstehst du? Sie wird leben. Es ist wohl wahr. Oh. Jetzt reicht's. Mehr kann er nicht geben. Seht ihr das nicht? Wir haben kein Blut mehr. Er hätte auch den Oberst nehmen können. Das Blut ist zwar kalt, aber es funktioniert doch, oder? Anna, du solltest dich wirklich ausruhen. Mein Vater ist tot. Verlass du mich nicht auch noch, Artyom!
Ich habe einfach das Gefühl, dass das schlechte Ende mein Tod ist. Obwohl? Huh? Ich glaube, die Klinke ist verstrahlt. Huh? Erkennst du mich? Ich bin's, Eugene, von der Ausstellung. Schon vergessen? Und ich warte hier die ganze Zeit. Du bist mir ein toller Freund. Eugene? Hier ist dein Eugen. So sehen wir uns also wieder. Hattest du deinen Freund Gerben vergessen? Ja, so ist das. Du bist nicht sehr lange hier geblieben. Aber so läuft das in dieser Welt. Kämpft und kämpft und ist doch am Arsch. Naja, ich würde sagen, du schaust dich mal um. Ich bin hier, wenn du mich brauchst. Wir haben viel Zeit. Mehr als genug, um über alles zu reden. Mich jetzt bei allen, die gestorben sind? In meinem Leben, oder wie? Was ging hier ab? Hallo, Artyom. Ich hatte nicht wirklich erwartet, dich hier zu sehen. Ich dachte, dein Schicksal sei ein anderes, ein größer. Ich kann mich noch erinnern, wie du ein kleiner Junge an der Ausstellung warst, der davon träumte, eines Tages seine Mutter zu sehen. Hattest du deshalb die Luftschleuse am Botanischen Garten geöffnet? Sieh dich jetzt an. Ich kehre bald in die Metro zurück. Aber du, hier geht die Sonne niemals auf, Artyom. Diesen Zug kann man nicht anhalten. Man kann auch nicht aussteigen. In dieser Welt gibt es keine Stationen. Wer genug Geduld und Mut hat, sein ganzes Leben lang in die Finsternis zu blicken, wird der Erste sein, der das Licht aufleuchtet. Erinnerst du dich daran? Warum also? Nicht genug Geduld? Und was, wenn hier gar keine Stationen sind? Wer würde schon anhalten wollen? Na los, du Stahlhaufen, noch schneller! Wir werden hier alles aufmischen, den Toten neues Leben einhauchen. Naja, ich muss jetzt gehen. Und du? Bestell allen einen Gruß von mir. Ich werde zu Hause alle von dir grüßen. Na los, komm schon. Ich mach dich zum Obermaat. Wir haben eine lange Reise vor uns. Eine ewige Reise. Ich werde etwas Hilfe brauchen. Worauf wartest du also? Eine Entschuldigung? Da wird nichts draus, Archon. Jeder tut, was er tun muss. Die Pflicht eines Soldaten ist es, den Feind zu erschießen, nicht Fragen zu stellen. Du hast getan, was du konntest. Ich habe getan, was ich konnte. Und das haben wir gut gemacht. Wir haben alles gegeben. Um den Rest können sich die Lebenden kümmern. Hey, was ist das? Das ist merkwürdig. So etwas sehe ich hier zum ersten Mal. Sieh mal, wie wäre es, wenn wir das Ding anhalten? Hm? Hilf mir mal! Okay. Na los! Nächster Stopp, das Leben. Tja, Jim, schau dich um. Du kannst das Schiff jetzt verlassen. Das ist wahrscheinlich da, wo wir siedeln werden. Am Wasser. Wie es Anna wollte. Es ist unfair. Wir haben einen Ort gefunden, an dem wir glücklich sein können. Und jetzt gehst du.
Das Leben, von dem wir geträumt haben, bleibt uns dann verwehrt. Aber du bist losgegangen und hast alles aufgegeben. Für mich. Dafür hasse ich dich. Ich hasse es, dich gehen zu sehen, hier alleine zu bleiben. Aber ich werde es tun, weil ich dich liebe. Ich liebe dich so sehr. Auf Wiedersehen, Artyom. Also ist das böse Ende, dass wir sterben. Na gut, ich hab's ja selbst provoziert. Ja, das war's. Also wir hätten irgendwie mehr Leute gebraucht, damit ich am Leben bleibe. Das heißt, hier der Chinese da, keine Ahnung, wo der herkommt, der wäre ja so oder so geblieben, oder? Der im Rollstuhl wollte mir anscheinend nichts geben. Und dann fehlt nur noch der am Anfang nicht auf den Zug geschafft hat. Ich kenne die Namen alle schon gar nicht mehr. Aus den Augen, aus dem Sinn. Tja, so ist das, Freunde. Herzlich willkommen beim schlechten Ende. Ich gucke mir gleich irgendwo auf YouTube noch das gute Ende an, weil sonst müsste man das ganze Spiel nochmal durchspielen. An sich, geiles Spiel. Die Atmosphäre war gut. Das letzte Kapitel fand ich nicht so toll. Ich bin halt ein Schisser. Ich mag es zu erkunden. Ich mag es in Ruhe zu erkunden. Dieses irgendwas läuft mir hinterher, mag ich überhaupt nicht. Ich mag es einfach, wenn mich etwas sieht, okay, töte ich. Dann gucke ich weiter. Wahrscheinlich hätte ich auch alle Gorillas töten können, aber es wäre immer noch am Ende, ja, scheiße gewesen. Also, der Gorilla wäre trotzdem da gewesen, meine ich. Das wäre jetzt nicht scheiße. Ansonsten, atmosphärisch hat es mir sehr gut gefallen. Mein Fehler war es nur, dass ich nicht durchgängig gespielt habe, sondern auf meine typische Art und Weise einfach immer Pausen gemacht habe. So wie jetzt vorletzte Woche, glaube ich, war das, wo ich dann eine Woche lang nichts gemacht habe. Ich möchte jetzt auf jeden Fall versuchen, solche Spiele in einem Schlag durchzuspielen, einfach nur, um die Atmosphäre beizubehalten, um auch wirklich sämtlichen Spaß an dem Spiel mitzunehmen. Ansonsten ist das einfach nur ein Durchkauen des Spiels. Und das möchte ich nicht. Aber es war schon cool. Nur irgendwie nicht so zusammenhängend, wie ich es mir gewünscht hätte. Und nicht so offen, wie ich es mir gewünscht hätte. Atmosphärisch hatte ich es mir auch ein bisschen anders vorgestellt. Ich habe mir mehr Tiefe erwartet vom Spiel. Aber du hattest hier und da einfach nur keine Zeit, dich wirklich auch darauf einzulassen, muss ich sagen. Es war einfach so, es war zu viel. Ich glaube, es war zu viel Atmosphäre. Ich glaube, das war's. Aber an sich, ich will es jetzt nicht schlecht reden, es ist ein richtig gutes Spiel. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr das jetzt nochmal spielen möchtet, auf eure Art und Weise. Ich mache es ja gerne mal so, wie andere es nicht machen, einfach nur, damit ihr halt die Chance habt, den richtigen Weg zu gehen. Ist ja nicht so, als wäre ich ein abgrundtiefer, böser Mensch. Ich bin ja ein guter Mensch eigentlich, aber ich mag es halt auch mal, die andere Seite zu sehen. Die Seite, die keiner so wirklich zeigen will. Die dunkle Seite des Menschen. Die tief in mir schlummert und die ich in meinen Let's Plays rauslassen kann. Ja, an sich würde ich sagen, hat Spaß gemacht. Würde ich wieder tun. Werde ich wahrscheinlich wieder tun. Ich werde es nochmal spielen. Nur auf die gute Art und Weise. Und ich werde mir dabei Zeit lassen. Also noch mehr Zeit als im Let's Play. Im Let's Play habe ich mir schon ziemlich viel Zeit gegeben. Wobei, ich muss sagen, so wirklich Zeit hatte man wirklich nur im ersten Level, ne? Das wirkt schon so, als hätten die Entwickler extra das erste Level so weiträumig gemacht. Und je weiter du fortgeschritten bist, umso enger wurden die Level. Habt ihr das gemerkt? Weil das Waldlevel, das war schon ein bisschen eingeengt. Wir hatten ein Ziel,
Und dieses Ziel mussten wir erreichen. Wir hatten da eine etwas größere Fläche, die wir durchgehen konnten. Aber jetzt im letzten, mit dem Gorilla, das war ja komplett nur einspurig. Eine Einbahnstraße. Ja, ich find's schade, dass es hier keine Erfolge gibt, Epic. Ihr solltet da etwas gegen tun, wirklich ernsthaft. Weil es bringt nichts für mich, wenn ihr ein Spiel nur auf eurer Plattform habt und es sonst nirgendwo anders geht und es einfach keine Erfolge gibt. Es ist, ich weiß nicht, ich mag das tatsächlich, Spiele nochmal neu zu spielen, die Erfolge dabei einzusammeln. Das ist das, was ich wirklich mag. Und Epic hat mir das versaut. Epic hat mir ein Teil des Spiels weggenommen. Und deswegen möchte ich einfach Epic auch nicht unterstützen. Vielleicht irgendwann, wenn sie mal ein Erfolgssystem einbauen. Ich meine, es ist ja wirklich nicht so schlimm. Die Erfolge sind ja schon im Spiel drin. Die sind ja drin. Die Erfolge sind da. Nur, du kannst sie nicht freischalten. Du kannst sie einfach nicht freischalten. Und das ist das Traurige dabei. Die haben mir diese Erfolge geklaut. Sie haben sie mir weggenommen. Einfach so. Nur weil sie daraus Profit machen möchten. Und das finde ich schon echt scheiße. Und das finde ich auch scheiße den Entwicklern gegenüber. Weil ich meine, gut, die Entwickler haben eine ordentliche Provision dafür kassiert, dass sie nur für Epic das Ganze gemacht haben, fürs Erste. Aber im Endeffekt ist das schlecht auch für die Entwickler, weil ich bin jetzt in der Hinsicht auch unzufrieden, weil ich diese Möglichkeit nicht habe, Erfolge zu sammeln. Dieses, ich schaue mich jetzt extra um, weil ich wirklich alles finden will, das konnte sich bei mir nicht einstellen. Mir war es scheißegal, ob ich irgendwas finde. Habe ich was gefunden, habe ich mich gefreut. Ja, toll, aber ich hatte nie einen Grund, wirklich alles mitzunehmen. Und das ist doch irgendwie scheiße, oder? Was sagt ihr dazu? Ist das nicht scheiße? Das ist wirklich ein Teil des Spiels wurde einem dadurch einfach genommen. Nicht nur die Erfolge, sondern auch die Lust, sich wirklich umzusehen. Ich meine, klar, am Anfang habe ich mich wirklich umgesehen wegen Ressourcen. Ich brauchte Ressourcen, Ressourcen, Ressourcen. Habe ich auch viele Zettel gefunden, die ich gelesen habe. Ich fand es auch toll, was da drin stand und alles. Aber im Endeffekt zählt doch nur das, was am Ende des Tages dabei rauskommt. Also, dass du noch zusätzlich ja, ein Erfolgserlebnis hast, dass du etwas hast zum Nachweisen, zu sagen, ey, ich habe in diesem Spiel wirklich alles gefunden. Und das ist das Gefühl, das kannst du halt anders nicht kriegen als mit Erfolgen. Ich habe das Spiel jetzt durchgespielt. Ich nehme die Erinnerungen mit. Aber ich habe nichts, an das ich mich erinnern kann. Normalerweise guckst du auf Steam, guckst auf deine Errungenschaften, denkst dir, ach, diese Teile zu sammeln, ey. Es war so scheiße schwer, aber ich bin happy, dass ich es geschafft habe. Jetzt habe ich diesen einen Erfolg. Es ist mein Triumph, es ist mein Pokal. Und was habe ich jetzt? Ich habe einen Epic Launcher, den ich nie wieder nutzen werde. Mit einem Spiel, das ich maximal noch einmal spielen werde. Ihr müsst euch das so vorstellen. Ihr baut jetzt irgendwas. Für die Menschheit, will ich sagen. Und es wird nur einmal genutzt. Sagen wir, ihr baut ein fliegendes Auto. Ein fliegendes Auto baut ihr. Richtiger Nutzen für die Menschheit. Aber jeder Mensch fährt nur ein einziges Mal damit. Wäre das nicht traurig? Wäre das nicht traurig? Oder ihr habt einen Sohn, eine Tochter. Ihr kauft ihr ein Fahrrad für 3000 Euro, was, keine Ahnung, Raketen hinten dran hat zum Fliegen. Euer Kind setzt sich drauf, fährt einmal, hat voll Spaß und lässt es dann in der Ecke liegen. Wäre das nicht kacke? Wäre das nicht kacke? Epic! Wäre das nicht kacke, Epic? Hä? Epic, wir sehen uns wieder, wenn ihr Erfolge habt. Ansonsten, egal was für ein Spiel rauskommt, egal wie ich Bock drauf habe, ich werde es mir nicht kaufen. Das mache ich nicht mehr. Ich hatte richtig viel Spaß mit diesem Spiel. Ich habe hier gerade eben habe ich hier gesessen und geschwitzt vor Angst.
So viel Spaß hatte ich. Aber ich würde es nicht nochmal tun. Nicht für Epic. Keine Ahnung. Ja, Freunde. Das war's mit Metro Exodus. Morgen um diese Zeit kommt nichts. Das liegt daran, dass ich erstmal. Ich will wieder ein paar Folgen aufbauen. Mein derzeitiges Problem, was ich habe, ist, dass ich einfach die Folgenlänge immer zu lang mache. Ich nehme viel zu lange auf. Es hat ja angefangen, damals habe ich mit 15 Minuten angefangen, dachte, ja komm, machst du mal 20 draus. So. Und aus diesen 20 Minuten, die ich mir immer vorgenommen habe, wurden meistens 25 bis 30. Und da verschwende ich schon einen großen Teil des Tages. Und dann schaffe ich natürlich nicht mehr so viel und kann selber nicht für mich irgendwie was Entspanntes spielen, dabei nebenbei was gucken. Also, entspannte Spiele kann ich halt nicht let's playen. Also, könnte ich schon, aber ich könnte nicht viel dazu sagen, außer, hey, hier ist ein Apfel. Hey, hier ist ein Apfel. Den sammle ich jetzt ein. Das ist kacke. Deswegen spiele ich sowas gerne alleine für mich. Ich habe nebenbei YouTube oder Netflix laufen. Es hat mir halt in letzter Zeit schon gefehlt. Dieses Entspannte für mich selber. Nebenbei irgendwas hören. Außer mich selber. Also ich höre mich ja selber in den Let's Plays. Also was ist ja nicht. Aber es hat mir doch schon gefehlt. Deswegen habe ich mir einfach gedacht, komm. Fallout reicht erstmal. Das ist das beliebteste Projekt auf meinem Kanal. Und der Rest kommt irgendwann. Und jetzt ist dieses irgendwann gekommen. Und ja. Ich muss sagen, ein bisschen, ich finde es halt schade, dass ich das so schleifen gelassen habe. Ich möchte noch viel Let's Playen und dafür muss ich halt erstmal ein bisschen was aufbauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie ich Angst hatte, wie ich so viel verkackt habe. Ich glaube, ich habe es nicht ein einziges Mal geschafft, in diesem Spiel ordentlich zu schleichen, ohne dass mich irgendjemand gesehen hat oder ob irgendwas Komisches passiert ist, dass ich aus Versehen aufgestanden bin vom Ducken und plötzlich sagte einer, hey, guck mal, da ist der Dude, tötet ihn. Ich hätte es mir gewünscht, dass ich das geschafft hätte. Aber vielleicht sollte ich einfach mal irgendein Spiel spielen, wo man schlechter zu sehen ist, wie Hitman oder Thief Simulator oder, keine Ahnung, dunkles Bild im Weiß, falls es sowas gibt. Ja, gut, ich würde sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Ich lasse das Ding hier noch auslaufen, falls noch irgendwas kommt. Und haut rein. Ciao.